Die verheerenden Waldbrände am Mittelmeer breiten sich weiter aus. Italien, Griechenland, Türkei, überall brennt es. Hinzu kommt eine enorme Hitzewelle. In Griechenland rechnen die Behörden ab heute mit Temperaturen bis zu 44 Grad Celsius. Und am dramatischsten ist die Lage momentan in der Türkei. Dort ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 10 gestiegen. Ein deutsch-türkisches Ehepaar wurde in Manavgat tot in seinem ausgebrannten Haus gefunden. Und immer wieder müssen Bewohner und Urlauber fluchtartig ihre Unterkünfte verlassen. Dunkler, beißender Rauch liegt in der Luft, als die Menschen in aller Eile vor den Flammen fliehen, hier in der türkischen Provinz Mugla. Während sich die Waldbrände scheinbar unaufhaltsam ausbreiten, bringen sich Einheimische und Touristen in Sicherheit. Hier in Marmaris fliehen sie in Booten vor der Feuersbrunst. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir hatten hier schon kleinere Brandherde, aber eine solche Zerstörung, und es ist nicht nur hier, es ist überall. Überall entlang der türkischen Mittelmeerküste lodern die Flammen, in Bodrum, Marmaris, Antalya. Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius finden die Brände immer neue Nahrung und der Wind treibt die Flammen vor sich her. Seit Tagen kämpfen tausende Einsatzkräfte gegen die Brände. Nach Angaben der türkischen Behörden hat die Feuerwehr die meisten der mehr als 100 Brände inzwischen unter Kontrolle. Doch viele Dörfer blieben verwüstet zurück. Als die Flammen unser Dorf erreichten und der Wind stärker wurde, breiteten sich die Flammen über den gesamten Ort aus. Es ist ein Desaster. Viele Häuser sind zerstört. Schwere Zerstörungen auch hier im Westen Griechenlands, auf der Halbinsel Peloponnes. Mehrere Dörfer wurden evakuiert und wenn die Einwohner zurückkommen, stehen sie vor dem Nichts. Es war ein Inferno. Ich habe mir noch den Schlauch geschnappt, aber wir hatten kein Wasser mehr. Und dann wurde ich fast ohnmächtig von dem Rauch und der Hitze. Und diese Temperaturen dauern weiter an. Meteorologen rechnen auch in den kommenden Tagen mit mehr als 40 Grad Celsius.